Alarm bei den Westeifelwerken in Weinsheim. Am frühen Mittwochnachmittag haben sich dort Holzspäne in einem Silo entzündet. Das Gelände wurde evakuiert, die insgesamt etwa 170 Mitarbeiter der Behindertenwerkstätten wurden in der Kantine des benachbarten Stielwerks untergebracht. Verletzt wurde niemand. Die Evakuierung sei ruhig verlaufen, sagt Manfred Jacobs, der Mann am Empfang der Westeifelwerke. Mit den Spänen in dem 20 Meter hohen Silo wird die Heizanlage der Werke befeuert. Sie sind ein Abfallprodukt der Behindertenwerkstatt, deren Mitarbeiter unter anderem hochwertige Bänke und andere Möbel herstellen. Neben dem DRK und den Feuerwehren aus Weinsheim, Prüm und Niederprüm war auch die Prümmer Kriminalpolizei am Einsatzort, um die Ursache des Feuers zu ermitteln. Bislang gibt es darauf allerdings noch keine Hinweise. Das Silo sei zum Glück nur etwa zu einem Viertel gefüllt gewesen, sagte Prokurist Gerd Dich. Die zum Teil noch glimmenden Späne wurden aus dem Silo abgepumpt und auf einen Container verladen. Das könne bis in die Nacht dauern, schätzte Werksleiter Günther Backes am Mittwochnachmittag.